Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. So funktioniert's. Wenn eure Heizung auch nicht warm wird oder sie durchgehend heizt, dann könntet ihr ein Problem mit diesem Thermostat hier haben oder dem Stift, der das Ganze steuert. Wie ihr jetzt das Thermostat überprüfen könnt, ob dieses defekt ist, das zeige ich euch in diesem Video. Bleibt dran, bis gleich. Ja, zuerst mal müssen wir natürlich das Thermostat hier abschrauben. Dazu benötigt ihr einfach so eine Rohrzange oder einen Gabelschlüssel, der hier passt. Im Normalfall ist das auch nicht schwer zugedreht, das bekommt ihr auch so auf, wenn ihr Glück habt. Dann drehen wir hier das ganze Thermostat einfach runter. So, jetzt haben wir das Thermostat hier und hier haben wir schon mal den Stift oder Stopfen, wie man es nennen will, der natürlich den Durchfluss der Heizung regelt. Wenn dieser klemmt, dazu habe ich ein anderes Video abgedreht, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Meiner hier hat jetzt eine volle Funktion, das könnt ihr ganz leicht testen, indem ihr probiert, diesen Stopfen hier reinzudrücken. Wenn das hier so wie bei mir hier funktioniert, habt ihr kein Problem, dann könnt ihr weitermachen. Ansonsten checkt das Video in meiner Videobeschreibung aus, dort erkläre ich euch genau, was ihr zu machen habt, wenn dieser Stift klemmt. Jetzt haben wir hier das Thermostat abgedreht. Das entspricht jetzt der Stufe 5, denn der Stift ist ganz heraußen, also der volle Wasserdurchfluss für die Heizung. Wenn sie jetzt gurgelt, dann hättet ihr auch noch Luft in der Leitung, dann müsstet ihr die ganze Heizungsanlage entlüften. Das ist wieder ein anderes Problem, das werde ich noch abfilmen. Wenn ihr jetzt dieses Thermostat abgeschraubt habt, könnt ihr jetzt einfach eine Zeit lang warten und schauen, ob eure Heizung schön warm wird, ob sie auch wirklich heiß wird, denn es ist ja die Stufe 5, also die müsste schon ordentlich heiß werden. Wenn das der Fall ist, dann ist euer Thermostat defekt, dann müsst ihr einfach im Baumarkt oder im Internet ein neues besorgen, das ist kein Problem, kostet vielleicht 20 Euro und dann ist die Sache schon wieder geregelt. Einfach wieder draufschrauben und fertig. Wenn sie trotzdem nicht heiß oder warm wird, dann kann es sein, dass ihr Luft in der Leitung habt. Das heißt, ihr müsst die Heizungsanlage entlüften. Dazu werde ich ein neues Video machen. Ja, also wenn euch dieser kleine Trick hier gefallen hat, beziehungsweise die Überprüfung des Thermostats, lasst mir doch bitte ein Like da und ein Abo. Und wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Bis dann, Freunde. Macht's gut. Ciao.